Streckensperrung vom 1. November bis 31. März. Wir sind hier gerade auf dem Zugfinger vom Haseltal Trail. Der eigentliche Trail fängt, Flow Trail in Bad Orb, fängt dann bei der vorne an. Und ja, heute ist der 25. Oktober, das heißt das letzte Wochenende, dass wir die Flow Trails fahren dürfen. Und ja, ich zeige euch heute ein paar Ausschnitte von den Flow Trails hier in Bad Orb. Aber hauptsächlich soll es darum gehen, welche Strecken es neben den Flow Trails noch gibt, die man eben auch nach Sperrung der Flow Trails fahren kann oder als Verlängerung, wenn die Flow Trails offen sind, so wie wir das heute machen. Aber ja, wie gesagt, generell um noch andere Trails, die es hier um Bad Orb gibt. Steffen ist heute auch mit dabei. Er hat auch eine GoPro am Start. Das heißt, er kann mich von hinten ein bisschen filmen. Und ja, wir fahren los. Let's go. Also wir fahren diesen Zubringer immer sehr gerne am Anfang, um sich einfach ein bisschen warm zu fahren. Und ist jetzt auch technisch nicht anspruchsvoll. So wie die ganzen Flow Trails hier, die sind alle auch für Anfänger fahrbar. Passt. Dir auch, danke. Danke. Hier geht der Haseltal Trail los. Vor Anliege. Wie gesagt, ich bringe hier nur ein paar gute Abschnitte mit rein, weil es hauptsächlich um die anderen Trails gehen soll. Weil es gibt schon sämtliche Videos über diesen Flow Trail hier. Sehr schön. Das hier ist eigentlich der Hauptparkplatz, um hier ja, auf die Flow Trails zu kommen. Der Ingo da hinten anfängt und bis hierhin stehen die Autos und vorne geht's weiter. Aber ist ja auch mega cooles Wetter, servus, und ja, lohnt sich heute hierher zu kommen. Hier seht ihr die Nummer 16, die schwarze 16. Und das ist, oh, mein Fahrrad. Kannst du bitte Fahrrad halten? Ja. Das ist jetzt der erste Trail, der sozusagen nicht zu den Flow Trails gehört. Der heißt auch Haselruhe Trail, ist ein Teil, wie schon gesagt, von der Route 16. Die ist etwas länger, dazu werde ich euch später noch mehr erzählen. Und ja, diesen Trail fahren wir jetzt runter. Das ist jetzt ungefähr 10, 15 Minuten von dem Parkplatz, den ich vorhin euch gezeigt habe. Und wir kommen sozusagen dann unten wieder an diesen Parkplatz raus und dann geht's weiter. Und dieser Trail, der ist auch ein bisschen, ich sehe überhaupt nichts, ich sehe nur Laub, der ist auch ein bisschen gröber, also nicht so flowig, würde ich jetzt sagen. Und Anfänger müssen hier auf jeden Fall etwas langsamer machen. Steffen fährt jetzt weiter, damit er dann unten nicht filmen kann. So, ihr seht, hier ist ein bisschen wurzeliger. Also eigentlich war diese Linie früher die richtige und jetzt ist hier so eine Außenlinie noch entstanden. Deswegen war ich hier ein bisschen verwirrt. Schieben wir jetzt noch mal hoch ein kleines Stück, damit wir die richtige Line fahren. Natürlich immer gucken, dass von oben keiner runterkommt, ne? Weil es ist eigentlich nur ein Trail zum Runterfahren. So, Inline.
Jo, die geht auch. Hier wird es ein bisschen tretlastiger. Und da sind wir jetzt hergekommen. Hier ist sogar ein Übungsparcours. Und da unten, ich weiß nicht, ob ihr die Autos seht, da ist der Parkplatz. Das heißt, wir fahren jetzt hier weiter hoch und dann zum nächsten Trail. Wegweise, dass hier links es zur Tour 16 weitergeht, weil der nächste Trail, den ich euch zeige, also den wir euch zeigen, gehört auch zur Tour 16 und da könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Allerdings sind hier wohl letzter Zeit viele Schilder entfernt worden, wahrscheinlich von Wanderer, Spaziergänger, die verärgert sind über die Mountainbiker. Deswegen grüßt einfach freundlich immer die Wanderer und nehmt Rücksicht, weil hier Schilder entfernen und so ist halt einfach nicht cool. Und ja, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen, damit wir keinen verärgern, grüßen und dann ist die Welt doch schon viel besser. Was ist Ihre Meinung zu den Bad Orberwäldern? Mega geil, vor allen Dingen im Herbst. Und was sagen Sie dazu? Wundervoll. Nee, das ist wirklich ein schöner Wald. Der ist so richtig ursprünglich naturbelassen. Jo, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil hier geht's rein zum Trail und man sieht nur Laub. Und an dem einen Baum war früher immer ein Schild mit der schwarzen 16. Hat irgendjemand abgenommen. Ich versuche euch das jetzt irgendwie zu erklären. Das ist hier so eine Kreuzung, also von hier sind wir gekommen. Und dann muss man eigentlich einfach geradeaus weiterfahren. Aber wenn ihr den Track mal nachfahren wollt, dann schreibt mir eine E-Mail-Adresse, findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann lasse ich euch den GPX-Track zukommen. Dann könnt ihr das Ganze nachfahren mit dem Handy oder irgendwie Navigationsgerät, wie auch immer. Dann genau, sonst geht man hier los irgendwie. An dieser Stelle müsst ihr mit den Aufnahmen von Steffen euch zufrieden geben, weil ich leider eine Zeitrafferaufnahme gemacht habe, aber der Anfang war eh nicht so interessant, weil wie ihr seht, Laub, Laub und nochmal Laub. Ja, Steffen stellt gerade mal seinen Stein wieder zurück, dass sich da keiner verletzt und da drüber bouldert. Gerade bei dem ganzen Laub sieht man den dann plötzlich nicht. Übrigens sieht man auf der Kamera auch meistens die Wegbeschaffenheit nicht so gut. Und auch die Steilheit nicht. So als Anmerkung. Anmerkung. Ah! Anmerkung. Schon wieder voll der Fail. Ich bin einfach mit Checkenlein gefahren, weil ich den Weg nicht gesehen habe. Ja, viele von euch haben vielleicht jetzt erst das Fahrradfahren angefangen. Wegen Corona oder durch Corona. Und haben die Erfahrung nicht, wie das Ganze in Wirklichkeit dann aussieht. Weil, wie gesagt, auf der Kamera das immer ein bisschen anders rüberkommt. Ja, eigentlich geht es jetzt hier noch ein Stückchen weiter. Allerdings ist es eher so ein Schussstück, das doch relativ gerade
weitergeht. Und danach muss man ganz schön wieder berghoch schrammeln. Deswegen sparen wir uns das und fahren jetzt hoch. Ja. Ah ne, hier hoch müssen wir und fahren zum Winterbergs Trail, der dann auch zu den Flow Trails gehört. Okay, sieht ganz schön steil aus, auch dieses Stück hier. Wir sind jetzt hier auf dem Wintersberg, nicht zu verwechseln mit Winterberg. Und das Schild sagt 434 Meter hoch und ja, meine Uhr sagt 437, scheint zu stimmen. Wir rollen jetzt hier runter zum Wintersberg Flow Trail, den filme ich euch gleich ab. Und zur Info, wenn ihr ja Informationen zur Route 16 haben wollt, die packe ich euch unten rein, den Link von Spessartbiken. Die haben nämlich insgesamt, ich glaube, so 23 Routen. Allerdings ist die Route 16 die Route mit den meisten Trails, allerdings keine 16 Trails. Zwischendurch ist auch immer mal viel Schotter, also es ist wirklich eine Tour. Wie gesagt, packe ich euch unten rein. Ein paar habe ich euch jetzt heute gezeigt. Und ja, jetzt geht's hier weiter. So, von da sind wir gekommen. Tränenbröckchen steht hier an diesem Baum und hier startet der Wintersberg Trail. Gibt's auch einen Zubringer, der kommt von links. Aber ja. Hallo. Wir starten jetzt hier direkt mit dem Wintersberg Trail rein. Das Anfangsstück ist sehr tretlastig und ja, nicht so interessant. Deswegen schalte ich wieder ein, wenn es dann bergab geht. So, hier so ab dem roten Schild geht es eigentlich los mit Bergabfahren. Ich muss noch den richtigen Gang finden. Es sind nur so kleine Steinsprünge, Drops. Die kleinen kann man ganz normal überfahren. Puh, Stein! Ein riesen Stein auf dem Weg gelegen. Deswegen, also hier ist es ein bisschen steiniger als auf dem anderen Flow Trail, den ich euch gezeigt habe. Ganz schön laubig. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier den Drop könnte man auch umfahren. Was bei dem anderen Flow Trail schöner gemacht ist, dass man immer so Teilstücke fahren kann und kann dann wieder berghoch fahren, also aussteigen zwischendurch, was bei dem ein bisschen schlechter ist. Also den hier kann man eigentlich nur komplett durchfahren. Wir stehen bleiben. Kann dir von. Bei dem letzten Abschnitt muss man auch ein bisschen aufpassen. Also für Anfänger, die das erste Mal fahren, da gibt es dann so drei Drops, in die man nicht rumfahren kann. So. Enttäuscht euch nicht. Hier auf dieser Tour geht es viel bergauf. Bergauf. Wunderschön. Hier gerade den Berg hochgestrampelt. Parallel verläuft der Wintersberg Trail. Und hier
ist jetzt zum Beispiel auch wieder die Nummer 16. Das heißt, hier würde zum Beispiel die Route 16 auch bei dir gehen. Aber wir fahren jetzt zurück zum Auto. Ich bin ganz schön platt. Und ja, es reicht für heute. Wir haben jetzt Kilometer, ca. 20 Kilometer, bis wir am Auto sind. Vielleicht noch 2 Kilometer. Und ja, so ca. 400 Höhenmeter. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die Tour GBX Track haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail, findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie den Link zu spessartbalken.de. So, wir machen los. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, schwenk aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Bye.